Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play A Plague Tale Innocence. Wir sind gerade in unserem Haus gewesen, unserem alten Wohnhaus. Da scheint das Hauptnest zu sein. Und die haben uns schon mit Strudeln, also die Ratten haben uns so mit Art Wirbelstrudel, was auch immer, angegriffen. Also die werden schon richtig heftig. Und wir müssen zu unserem, nicht zu unserem, sondern eine zum Blume. Labor von unserer Mutter. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Zu unserem geheimen Labor von unserer Mutter. So, Fingerkraut. Diese Pflanze verdankt ihren Namen der Anzahl ihrer Blütenblätter. 5, wie Finger an der Hand. In der Medizin kam sie seit der Antike in Form von Salben und Suden zum Einsatz, um Magen- und Darmbeschwerden zu lindern, Fieber zu senken und Blutdrucken zu stoppen. Sie wird außerdem als Symbol in der Wappenkunde verwendet und ziert die Wappen der angesehensten Familien im Nordwesten Frankreich. Gut. So. Also es ist schon ziemlich heftig hier mit den Ratten. Schon echt heftig. Und ich weiß nicht, wie weit das hier noch geht. Ah. Guckt euch das an. Es ist alles hinüber, alles verwüstet. Ah, da ist ein Strohballen. Müssen wir wahrscheinlich da längs, ne? Ist hier noch irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Das heißt, hier müssen wir längs. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Lauf, komm schon, los. Oh, stopp, stopp, stopp. Nicht so nah, nicht so nah. Oh, da hinten ist auch noch was. Lukas, geh nicht so nah an die Ratten. Warte mal. Oh, ich würde schon gerne noch gucken, was hier ist. Weg. Hier ist noch so ein schöner Wagen, also den wollen wir natürlich nicht verpassen. So, haben wir alles? Ne, hier ist noch was. So, können wir wieder was herstellen. Oh ja. Behälter. Verlängert die Wirkungsdauer von Odoris und Luminosa. Das wäre nice. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Munitionsherstellung beschleunigen brauchen wir nicht. Ja, komm, wir nehmen das mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. So. Was ist da hinten? Achso, nee, das war falsch. Ah. So. Okay, ich glaube, wir müssen lieber... Oh, halt, 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 halt. Oh, jetzt wäre ich fast in den Rattenschwarm gelaufen. Lukas, komm her. Bleib hier, es dauert, du kannst jetzt kommen. Ja, gut. Oh, Lukas. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. Nee. Gut. Du kannst kommen. Du sollst schon gleich mitkommen. Gleich hinter dir. So. Komm schon, komm schon. Schieß mich daneben. Danke für die Hilfe. Ah, okay. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen.
Okay. Verdammt! Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengen? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich durch. Ich mach das. Lukas, halt durch. Na, war's das? Das Licht nee. Da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia. Da. Ich habe nachgedacht. Ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen nein. Zum Ende nein, nein, nein. Durchhalten. Oh. Gut gemacht, Lukas. Gut gemacht, gut gemacht. Geschafft, Lukas. Wow. Du hast es geschafft. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Ja, für die Aufgabe wäre eigentlich Rodrik auch besser geeignet gewesen, aber er hat sich gut geschlagen, Lukas. So geht's jetzt hier links oder da? Oh. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber... Sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Ah, jetzt erkenne ich das erst. Das war die Tür, wo wir dachten, unsere Mutter ist gestorben. Dahinter waren wir geflohen, ja. Okay, dann... Ist das wahrscheinlich der Zugang zum Labor? Hoffe ich. Oh, Lukas, bist du da? Diese ja. Stufen. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. So, wieder alles herstellen, damit wir wieder Sachen sammeln können. Aber auch hier sind die Ratten gewesen, ne? Ah, da sind sie ja sogar. Aber wenn ich das jetzt beiseite schiebe, dann kommen die doch raus, oder nicht? So, brennt. Brennt. Ja. Schieben wir. Ja, gewiss. Genau.
So ist doch besser. So, gleich wieder ein neues herstellen. Oh, jetzt fehlt uns einmal Leder. Na? Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Wie soll ich sie jetzt mit dem Licht auf Abstand halten? Verstehe ich gerade nicht. Das wird uns nichts bringen. Und ich habe auch keinen Luminosa mehr. Wie soll ich die denn jetzt mit diesem Licht auf Abstand halten? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Haben wir immer noch einen Stock oder so? Oh, was ist hier? Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Ja, das glaube ich auch. Aber allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich hier durchkommen soll. Ich brauche irgendwie einen Stock oder sowas. Oder ich denke gerade irgendwie falsch. Aber ich hätte natürlich am liebsten hier Luminosa, aber... Aber Doris wird doch nichts bringen, oder? So, einmal... Wir müssen es probieren, ja, okay. Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Scheiße. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich hier irgendwie einen Stock habe oder so. Nee, hier ist nichts, ne? Verdammt! Aber wenn ich jetzt hier sowas mache, das bringt auch nichts, oder? Nee, das bringt nichts. So, müssen wir es nochmal mit Odorus probieren. Ich hoffe, dass... Ja, komm, Lukas. Ich komme nicht zu dir. Ich weiß nicht, wie ich dorthin gelange. Ich weiß es leider auch gerade nicht. Okay, ich muss... Nein, Lukas! Verdammt! Ich frage mich echt, wie wir da durchkommen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. So, ich bräuchte eigentlich zweimal Luminosa. Und einmal brauche ich hierfür und einmal für die da hinten. Und wenn wir hier Odorus machen, das wird nicht reichen und das wird nicht lange noch halten. Weil bis wir die weggeschoben haben, hier die Kiste und durch sind die schon wieder fertig, oder? Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Aber wie? Oder soll ich das Feuer löschen? Nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn ich das Licht hier lösche. Hm.
Was tun? Ja, ich muss es probieren, ne? Aber nee. Ja, komm, probieren's mal. So, und wenn wir jetzt die alle einmal hierher locken. So, und dann unser Luminose einsetzen. Ah, ja, so wird ein Schuh draus. Schieben wir. Ja, gewiss. Das war's wohl, ne? Ja, das war's. Sehr gut. Ja, manchmal muss man echt hier sehr umdenken. Aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass es mal so kniffelig war. Ist das Sudatorium? Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier irgendwas auslösen. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Der Schwan. Imposant und anmutig. Okay, aber anscheinend können wir hier nichts machen, oder hier? Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Nee. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Oh, will ich da runter? Wir wollen nicht, aber ich muss, ne? Oh, hier ist ein Stock. Ja, super. Wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Aber wir müssen die anderen Feuer anzünden. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Oh, hier ist Sackgasse. Geh nochmal lieber zurück. Und hol einen neuen Stock. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Ah ja, hier. Siehst du irgendwas? Ja, ich komm gleich. Ich will nur mal gucken. Okay. Nee, ist noch gar nicht angezündet. So, bitte, jetzt. Geht's hier dann weiter? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Okay, ich glaube, wir müssen da wieder zurück. Aber lieber immer einen Stock mehr nehmen, bevor die nachher ausgehen und wir noch bei den Ratten sind. Achso, hier sind wir ja mal gestartet. Naja. Ja, hier geht's hoch. Da müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung. Ich glaube hier, ne? Oh, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, scheiße, hier ist Sackgasse. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. Nein, 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 nein. Okay,
Stock hat nicht lange gehalten. Wir müssen da echt auf dem direkten Weg, sonst, wenn wir einmal kurz falsch abbiegen, dann ist schon vorbei. So, so schnell ich kann. Ja, hier ist es. Mach ich sofort. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also... Versteckt unser Freund der Löwe etwas? Alles klar. So, der Löwe ist es. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Ist das duster? Ich sehe nichts. Oh. Wir müssen mal Licht haben. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Oh, sehr gut. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Oh, finde ich gut, dass Lukas hier Licht macht und wir unsere Munition sparen. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Ja, ich guck erst mal hier. Ist das ein Stammbaum? Ja. Anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Es zeigt wohl, wie die Makula an Hugo vererbt wurde. Und Mutter wollte es herausfinden. So, wir gucken uns mal den Stammbaum an. Genealogie ist eine alte Tradition, die schon die alten Ägypter aufrecht erhielten und bereits in der Bibel Erwähnung fand. Lange war sie nur den Reichen und Mächtigen vorbehalten und wurde ab dem 11. Jahrhundert verstärkt. Weiterentwickelt und die adlige Abstammung von Lords zu beweisen oder eine Verwandtschaft von Verheirateten auszuschließen. Allerdings ist es nicht unüblich, dass sich einige Genealogen aufgrund des Reichtums und der Macht ihrer Klienten dazu veranlasst sehen, es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen. Ja. Betrüger! So, was haben wir hier? Oh. Kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden. Mutter, es war alles hier. Und ich ahnte nichts davon. Ich war zu beschäftigt mit Spielen und Herumalbern. Ja, du bist ja auch ein Kind. Oder warst ein Kind zumindest. Gut, hier noch ein Stein. So, was sollen wir jetzt machen, das hier, ne? Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz.
Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Du hast das jetzt nicht zerbrochen, oder? Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Ich dachte schon. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh oh. Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen sehen nichts wir dazugeben, mal. Sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Alter. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer... Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Château d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Ah, hier geht's nicht weiter. Muss ich andersrum. Übrigens, Ambra-Geruch. Ambra, wenn ich mich nicht komplett irre, ist es Walkotze. Ja, tatsächlich Walkotze und tatsächlich sogar super, super wertvoll. Also, wenn man da so einen Klumpen am Strand findet... Der Vorhang, hast du das da mal ist es! Ich komme nicht hin! Da sind zu viele Ratten! Das sind zu viele! Das sind zu viele Gefäße, Lukas! Ich weiß nicht, welches das Richtige ist! Nimm das, das am meisten stinkt! Alle stinken! Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann! Also wie gesagt, wenn man so einen Klumpen am Strand findet, da kann man richtig, richtig gut Geld mit verdienen. Es wird, glaube ich, für... Das riecht nicht gut. ...Parfüm verwendet. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Ami. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas schlimmer. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Lukas, ich hab's! Sehr gut, bring es her! Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu! Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht! Weiter, wir haben es fast geschafft! Ich komme! Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern, wir dürfen nichts vergeuden! Sie kommen zurück! Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Alles klar. Oh shit. Noch mehr? Nee. Lukas, pass auf! Er zieht euch! Ja. Macht Lukas schon. Sehr gut. Eben da! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die
Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst mal kurz das hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Na, beeil dich, Lukas. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. So, dann komm. Oh, Scheiße. Nein. Wüssten Sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Oh, was ist das denn? Die Ratten weichen dem Elixier aus. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich auch. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Also das Elixier hatte ich natürlich schon von Anfang an gehabt, damit die Ratten uns ausweichen, aber dann wäre es auch wieder zu einfach gewesen und hätte keinen Spaß gemacht. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Na, ist das schon das Ende? Das glaube ich nicht. Also, auch wenn wir jetzt Hugo heilen, die Inquisition ist ja immer Hugo, noch da. Du schläfst und unsere ja gar Mutter nicht. Ist immer noch in Gefangenschaft. Oh, Hugo. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Ja, aber ich glaube, er hatte mitbekommen, dass seine Mutter noch lebt, ne? Er hatte das belauscht. Ja. Na gut, Leute. Ja. Gute Nacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Zeit ist schon... Wir sind schon weit über der Zeit. Von daher mache ich es jetzt mal ganz schnell. Vergesst den Daumen nicht. Vergesst Feedback nicht. Euch noch einen schönen Tag. Oh, Kapitel 13. Buße. Sehen wir uns beim nächsten Mal an. Amicia. Macht's gut, Leute. Tschüss. Leider tatsächlich besser als Arthur.